Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von uns. Heute möchten wir euch gerne ein paar neue Helis vorstellen, die wir im Programm haben. Wir fangen mal an mit dem AAA-Hubschrauber. Was das ist und was alles drin ist, zeigen wir euch jetzt. Wir haben alles einmal aus der Verpackung rausgeholt. Verpackung an sich auch sehr schön gemacht. Alles schön geschützt drin, wie man eben sehen konnte. Wir fangen mal mit dem Lieferumfang an. Also zunächst mal haben wir einmal das Modell komplett flugfertig aufgebaut. Da ist alles enthalten, alles dran, was ich zum Erstflug benötige. In diesem Fall jetzt in der Lackierung der AAA, das bedeutet Air Alpine Ambulance, ist ein Schweizer Luftrettungsunternehmen. Wo wir dieses Modell halt exklusiv für gefertigt haben, gibt es auch in zwei verschiedenen Größen. Das ist einmal die Pro-Variante und zusätzlich gibt es den halt auch nochmal in der kleineren Basic-Variante. Wir gehen aber heute mal nur auf die Pro-Varianten. Also, wie gesagt, Modell, flugfertig im Karton. Dann haben wir einmal den Akku, ebenfalls auch passend lackiert, damit es zum Hubschrauber passt. Wir haben einmal den Sender dabei, Mode 1 und Mode 2 fähig, gehen wir gleich auch noch näher drauf ein. Dann haben wir einmal ein Zubehörtütchen dabei. Da ist enthalten einmal ein Satz Rotorblätter als Ersatz. Dann haben wir den Heckrotor als Ersatz. Wir haben das passende Werkzeug zum Montieren. Wir haben das passende USB-Ladekabel für den Akku. Dann haben wir einmal die typischen Sicherheitsgefahrenhinweise dazu. Ein kleines Booklet von uns. Wir haben eine bebilderte Anleitung, farbig, in Deutsch und Englisch, die ausführlich auf das Modell und auf die technischen Fähigkeiten eingeht. Und zusätzlich ganz neu seit diesem Jahr auch einmal das Datenblatt der EASA, was die Sicherheitsfeatures angeht, was ich beachten muss, was ich tun muss, um so ein Modell fliegen zu können, zu dürfen, wie auch immer, steht alles hier detailliert erklärt. Zum Technischen des Modells. Pro-Variante, wie ich eingangs sagte, unterscheidet sich also schon gravierend von den Basic-Varianten, was alleine schon die Größe angeht und auch den Antrieb. Hier sind Brushless-Motoren verbaut, das heißt der Hauptantrieb und auch das Heck werden über Brushless-Motoren angesteuert, was einfach deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellt als jetzt ein Bürstenmotor. Wir haben einen Vierblatt-Rotorkopf mit einer kollektiven Blattverstellung, das heißt Pitch. Ist aber jetzt nicht so, dass man es trotzdem irgendwie nur als Profi bedienen könnte. Also die Pitch-Steuerung bzw. das kollektive Pitch wird hier so ein bisschen umgangen über die Elektronik, sage ich mal. Ich habe hier jetzt nicht die Möglichkeit, auf Anhieb irgendwie das Modell über Blattverstellung, über konstante Drehzahl auf dem Rücken zu drehen, um irgendwelche Rückenaktionen zu machen, zu schweben oder sonstiges. Funktioniert so nicht ohne weiteres. Nicht ohne weiteres, es geht schon, aber nur über eine spezielle Funktion, da gehe ich gleich noch etwas näher drauf ein. Zum Akku vielleicht erstmal dazu. Der Akku ist in diesem Falle mit 1200 mA recht groß gehalten, also die Flugzeit ist auch hier relativ hoch. In diesem Kästchen ist quasi ein 2S-Lipo-Akku verbaut. Er ist hier fest eingebaut, weil er zusätzliche Funktionen hat. Und zwar habe ich hier einmal einen Lipo-Checker, das heißt, ich kann über den Knopf einmal gucken, wie voll ist der Akku. Hierüber wird auch das Modell eingeschaltet, indem ich mit dem Modell verbinde und lange gedrückt halte, bis die Dioden hochgelaufen sind. Hier sind einmal die Kontakte, damit der Akku auch mit dem Hubschrauber verbunden wird. Und zusätzlich habe ich hier oben einen USB-C-Anschluss zum Laden. Und dafür liegt das USB-Kabel bei. Einfach mit dem handelsüblichen Adapter vom Handy, Ladestecker, wie auch immer, verbinden und hier über den USB-C den Akku anschließen. Anhand der LED-Dioden wird auch angezeigt, wie der Zustand ist, wie voll der Akku ist. Zum Sender. Der Sender ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Game-Controller. Ist einfach so ein bisschen mit der Zeit gegangen, weil viele halt diese Haptik und auch die Handhabung von einem Game-Controller eigentlich beherrschen aus dem FF, weil viele halt eine Spielkonsole zu Hause haben. Liegt relativ gut in der Hand, ist vielleicht etwas ungewohnt für Daumen- und Zeigefingerflieger, weil die recht kurz sind, die Knüppel, und eigentlich mehr für die Daumenflieger gedacht sind. Funktioniert aber bei dem Modell einwandfrei, weil die Steuerung an sich sehr, sehr
zahm und sehr ruhig und sehr gutmütig ist. Funktionen haben wir hier reichlich. Und zwar gibt es zum ersten Mal oder als erstes Mal die Funktion, den Hubschrauber in Mode 1 oder Mode 2 zu starten. Das heißt Gas links oder Gas rechts. Dann habe ich hier zusätzlich Funktionen für einen manuellen Flug. Das heißt, die technischen Fertigkeiten des Modells, sprich in dem Falle zum Beispiel über eine Sensorik unten, über einen Bodenabtaster, den kann ich hier über einen manuellen Modus ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu hellen Untergrund habe oder ähnliches, dass der Sensor den Boden nicht richtig erkennt, kann ich in den manuellen Modus wechseln. Wird dann immer noch in der Höhe gehalten. Die Positionierung ist dann nicht mehr ganz so stabil wie mit Sensor, ist aber auch noch vollkommen im Rahmen. Zusätzlich habe ich Funktionen wie Flugphasen, das heißt, ich kann hier unterschiedlich starke Ausschläge auf die Taumelscheibe, auf die Servos freischalten. Ich habe hier Möglichkeiten vom Blattverstellungseinstellungswinkel, also Pitchwinkel, sage ich mal. Wenn ich jetzt mal irgendwas geändert habe, ein Servo getauscht habe, kann ich mir das über Knöpfe einstellen, steht alles in der Anleitung ausführlich beschrieben. Dann habe ich den automatisierten Flug, dass er halt wirklich mit voller Sensorik arbeitet. Bedeutet eigentlich im Prinzip, ich kann das Modell in der Luft stehen lassen, gehen Kaffee trinken, komm wieder und er ist immer noch da. Also er driftet jetzt nicht großartig ab, wie man das normalerweise von Hubschraubern kennt oder gewöhnt ist. Indem das Modell eingeschaltet wird, mit dem Akku verbunden wird, eingeschaltet wird, muss er gerade hingestellt werden auf den Boden. Und zwar habe ich hier hinten eine Status-LED, die muss beim ersten Start, vor dem ersten Start, dauerhaft grün leuchten. Dann sind alle Sensoren und die ganze Elektronik kalibriert auf den Punkt, wo er steht. Und dementsprechend wird das Modell dann auch stabil fliegen. Keinesfalls irgendwie schräg halten beim Einschalten, weil sonst würde er sich so kalibrieren. Das wäre natürlich fatal für einen Hubschrauber. Und bitte auch nicht starten, bevor die LED dauerhaft grün leuchtet. Weil sonst ist die Sensorik nicht hundertprozentig kalibriert, würde dann erst in der Luft kalibrieren und das könnte dann zu Fehlfunktionen des Modells führen. So, jetzt zum üblichen Startprozedere, was ich eben eingangs sagte. Zum Starten der Motoren ziehe ich beide Knüppel einmal nach unten und nach außen. Dann laufen die Motoren an mit einer konstanten Drehzahl. Und ich gebe dann eigentlich nur noch ein Gassignal über den jeweiligen Knüppel, ob es Mode 1 oder Mode 2, ich gehe mal jetzt von Mode 2 aus, indem ich hier einfach einen Gasstoß gebe. Er erhöht etwas die Drehzahl und verstellt die Blätter leicht in den positiven Pitchbereich. Das heißt, er würde starten. Da, wo ich dann den Knüppel wieder loslasse, es ist eine Federstellung auf beiden Knüppeln. Das heißt, wenn ich hier irgendwas mache, gehen sie automatisch in die Mittelstellung. Wenn ich den linken Knüppel loslasse bei Mode 2, würde er an der Stelle, wo ich ihn loslasse, auch stehen bleiben und in den Schwebemodus gehen. Das Modell würde jetzt an der Stelle bleiben und nichts weitermachen. Das heißt, die üblichen Steuerfunktionen wie hoch, runter, Heckdrehung, Nick vorwärts, Roll, seitwärts, kann ich dann über die ganz normale Knüppelbelegung steuern. Der Vorteil ist hier, gegenüber einem normalen 3D-gesteuerten Hubschrauber, oder gegenüber einem normalen Hubschrauber, wenn ich hier eine Funktion wie Nick zum Beispiel nach vorne gebe, würde ein normaler Hubschrauber im 3D-Bereich so lange so weiterfliegen, bis ich einen Gegenimpuls gebe. Das brauche ich hier nicht. In dem Falle, wo ich den Knüppel auf die Mittelstellung lasse, würde das Modell bremsen und sich wieder hinstellen und dort bleiben. Klar hat er dann leichten Versatz, bis er es gebremst hat, aber er würde dann wieder in den Schwebemodus wechseln. Also erinnert das Flugverhalten eher an den Koaxialhubschrauber, aber halt in einer schönen Optik, in der Scale-Optik und eigentlich auch als vollwertiger pitchgesteuerter Hubschrauber. Das sind so die Neuheiten, was jetzt relativ frisch dabei ist, jetzt noch nicht so lange am Markt ist, dass über die Elektronik im Prinzip das Flugverhalten eines Koaxialhubschraubers mit dem eines pitchgesteuerten Hubschraubers kombiniert wird und somit diese Modelle auch vollkommen einsteigertauglich sind. Das gleiche gilt für die Rollbewegung, als auch für die Heckdrehung. Heck bedeutet sowieso auch bei normalen Hubschraubern Heckdrehung, loslassen, das Heck steht. Bei Lastwechsel, wie zum Beispiel hoch-runter, steuert das Heck automatisch über den Waschlistmotor den Heckmotor mit und würde das Modell stabilisieren, dass er nicht wegdreht, wegdriftet oder durch die Drehmomentänderung versetzt oder ähnliches. Das habe ich hier so gut wie gar nicht bei diesem Hubschrauber. Dann haben wir noch eine Zusatzfunktion und zwar verfügt das Modell über Auto-Landing. Das heißt, wenn ich in den Landemodus möchte, habe ich hier einen Knopf, den ich einfach nur drücken brauche. Das Modell würde dann an der Stelle, wo er ist, stehen bleiben und würde zur Landung ansetzen. Setzt das Modell ab, die Motoren laufen kurz nach, gehen aus. Er schaltet die quasi in den Freilauf, weil der Rotor dreht nach. Er bleibt nicht abrupt stehen, sondern er würde ruhig auslaufen und das war's. Wichtig danach dann klar, Akku ausschalten, Modell ausschalten, Sender ausschalten. So, jetzt eine besondere Funktion, die wir eigentlich in dieser Serie haben. Die Serie umfasst aktuell drei Modelle.
in dieser Größe aus der Pro-Variante. Und zwar haben wir da einmal die AAA, die ganz neue. Dann haben wir schon unsere länger am Markt befindliche und bewährte DRF. Und was wir auch seit kurzem im Programm haben, ist die Flying Bulls EC135 mit der offiziellen Flying Bulls Lizenz. Technisch unterscheiden sich diese Modelle nicht. Sie sind also alle mit der gleichen Technik ausgestattet, das heißt auch ersatzteilmäßig alles, was jetzt Chassis, Rahmen, Bauteile angeht, ist identisch. Das Einzige, was sie anders ist, die äußere Haut, die Farbe ist anders. Ansonsten sind sie technisch identisch. Verfügen auch alle über den gleichen Modus. Das heißt, alles, was ich zu dem erklärt habe, trifft auch auf die beiden zu. Die Sonderfunktion, die wir hier verbaut haben, ist eigentlich eine völlig andere. Ob man sie jetzt haben muss oder nicht, sei dahingestellt. Und zwar haben die Modelle die Möglichkeit, ab 8 oder 9 Meter Höhe, das ist die Höhenbegrenzung der Modelle, das heißt, selbst bei Vollgas nach oben würde er auf ca. 8, 9 Meter Stopp machen, höher geht er nicht. Es sei denn, ich habe hier einmal die Flugphasen, die ich eingangs beschrieben habe. Und diesen Knopf ist ein Sonderknopf, den hatte ich extra außen vor gelassen, weil das ist ein sogenannter 3D-Knopf. Wenn ich hier in den manuellen Modus wechsle, dann die vollen Flugphasen aktiviere, also alles was geht, habe ich hier die Möglichkeit, diesen Knopf zu drücken und über eine Nick-Funktion, vorwärts, rückwärts, wie auch immer, das Modell über die Software auf den Rücken zu drehen. Das heißt, in 8 oder 9 Meter Höhe kann er manuell über die Software oder in dem Fall elektronisch auf den Rücken gedreht werden und dann kann ich rückenschweben. Rückenschweben bedeutet in diesem Falle auch wie bei einem 3D-Hubschrauber, ich muss umdenken, weil die ganzen Funktionen ja quasi auf den Kopf gestellt sind. Das heißt, die ganzen Funktionen wie Nick, Roll, Heck sind komplett verkehrt herum. Das wäre also zum Üben des Rückenschwebens mit Sicherheit keine schlechte Variante. Ob man das mit einer EC machen muss, sei dahingestellt, da scheiden sich die Geister. Ich persönlich muss es nicht, dafür gibt es 3D-Hubschrauber. Für einen Scale-Rundflug und schnelleren Rundflug, einen schönen sauberen Rundflug sind sie bestens geeignet. Sie können aber auch, wenn man möchte, diese Funktion halt erfüllen. Das Umgekehrte, um da wieder rauszukommen aus diesem 3D-Modus, ist das gleiche Prozedere, wie es reinzubringen. Das heißt, einmal im Prinzip 3D-Knopf drücken, eine Funktion, Nick, vor oder zurück und das Modell würde via Software das Modell wieder in die Normallage bringen. Warum via Software? Problematisch ist es bei Pitch- oder bei Lastwechseln, die Belastung auf die Blätter sind hier relativ hoch. Das heißt, wenn ich das manuell steuern würde, wie man es beim 3D-Hubschrauber kennt, ich würde quasi einen Pitch-Impuls auf oben geben und eine Nick-Funktion, damit er sich auf dem Rücken dreht, würde ich beim Abfangen, ich muss es ja dann letztendlich mit einem negativen Pitch wieder abfangen, vermutlich zu hart steuern und das würde dann zur Folge haben, dass die Blätter eventuell zu weit durchbiegen und hier ins Heck einschlagen. Deswegen macht es die Software. Ja, also da gibt es auch keine andere Möglichkeit, das lässt sich auch nicht umändern oder umgehen oder sonstiges. Technisch gesehen gibt es eigentlich zu diesen Modellen gar nicht mehr viel zu sagen. Es sind viele Funktionen auch im Sender noch, wo in der Anleitung auch ausführlich darauf eingegangen wird. Dazu gibt es auch schon diverse Videos im Netz und zwar haben wir da einen starken Partner mit dem Chrissy RC. Da vielleicht einfach mal bei YouTube nachschauen. Er hat wunderschöne Videos zu diesen beiden Modellen zum Beispiel auch gemacht, zu der DRF und zu der Red Bull. Und zusätzlich auch noch einen super schönen Bericht in der Zeitschrift gemacht. Guckt einfach mal bei ihm auf die Homepage für ein ausführliches Video inklusive Flugvideo. Sagt bestimmt noch mal mehr aus als nur das reine Unboxing. Und wenn ihr da Fragen oder Ähnliches zu habt, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.